So, ich habe mir noch mal ein paar Sachen runtergeladen, die ganz interessant aussahen. Und ich fange mal an mit etwas, womit ich vertraut bin. Super Mario Brothers, nur in 3D. Ah, oh, keine Custom-Musik. Womit steuere ich den? Mit dem Stick? Na ja, gut, macht Sinn, weil es 3D ist. Springe mit A. Oh, was ist das denn? Mario ist mega bouncy. Und ja, es hat das typische Problem, dass man in der Luft so gut wie nicht gegensteuern kann. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Irgendeine Kontrolle über Mario? Bin ich gerade durch den Boden gefallen? Oha! Coole Sache. Ja, die Münzen sind fest. Man bleibt an denen kurz hängen. Komme ich da überhaupt rüber? Ah! Okay. Man muss sich auch darauf konzentrieren, dass man Richtungsänderungen nur am Boden machen kann. Das ist ja super ungewohnt. Hoppla. Aber schöner Sprite, oder? Sehr originalgetreu nachgezeichnet. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich laufe auf Eis oder irgendeiner Glibbermasse. Oh. Und meine Tiefenwahrnehmung ist auch mal wieder für die Tonne. Wie immer. Oh Gott. Ich frage mich, wie lang das ist. Vielleicht 1-1 und 1-2? Ich glaube, mehr schaffe ich psychisch nicht. Diese Balken hier, die erinnern ja fast ein bisschen an Donkey Kong. So, das ist hinten. Irgendwie ist der Stand der Sonne ist ein bisschen ungünstig. Oha! Hier bin ich. Geht das in die Wand rein? Tatsache. Meine Anzeige. Boing. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich einen Checkpoint habe. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt. Deswegen lege ich mich jetzt auch gar nicht mit diesen Goombas an, weil die zu treffen scheint mir... Oder soll ich? Ah! Nee, lieber nicht. Ich kann es nicht lassen. Aber es fühlt sich sehr merkwürdig an, die zu treffen. Ach, deswegen bin ich durch den Boden gefallen, weil der mich vorhin getroffen hat. Ist wie ein Pokémon in den alten Editionen. Wenn das Pokémon besiegt ist, fällt es durch den Boden. Ah! Oh Gott. Das ist purer Stress. Das ist härter als Kaizo Mario. Das sage ich euch. Mhm. Jetzt muss ich nur das nochmal schaffen. Und dann gucken, dass ich nicht direkt eine Richtungseingabe mache, wenn ich da oben rauskomme. Sonst latsche ich in den Abgrund. Secrets vielleicht? Oh Gott, das sieht schon so aus, als würde man da durchklippen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Oh, was ist das denn? Oh! Secret für 20 Münzen? Das würde mich jetzt aber schon mal interessieren, was das ist. Ich gehe trotzdem erstmal ans Ziel und dann mache ich das noch. Treppen in Mario. Auch hier das größte Hindernis. Oh, es geht direkt von vorne los. Oh, es sind sogar alle 20. Ich finde es gut, dass er den Goombas keine Münzen gegeben hat. Das wäre übelst der Krampf. Ach. Ja. Was habe ich erwartet? Ich weiß nicht. Los, Mario, du schaffst das. Da wäre ich schon total zerstört. Oh, das hat gezählt. Klasse. Auf zum nächsten Game. Was habe ich denn noch? Das hier sieht ganz interessant aus. Hectic Holiday, auch wenn es nicht wirklich in die Jahreszeit passt. Die Beschreibung sagt, man kann mit B, mit Sachen interagieren. Und das Spiel ist abgeschlossen, wenn man den Weihnachtsbaum im TV-Room platziert. Okidoki. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Ja, das ist cool. Die Tür kann ich wohl nicht benutzen. Wenn es eine Stick-Steuerung hat, dann kann es nicht gleichzeitig Motion-Controls haben, oder? Das würde ich jetzt gerade mal schnell gerne ausprobieren. Weil das wäre ja für so ein Spiel irgendwie besser, oder? Nee, aber es funktioniert nicht. Man hat nur diese Möglichkeit hier, sich langsam vorwärts zu bewegen. Kann ich in meinen Rucksack gucken? Nein. Da oben ist wohl eine Karte. Hier. Und ich befinde mich... Ah ja, okay, das ist cool gemacht. Nur womit kann ich denn alles interagieren? Einfach mal alles anklicken. Ach, guck an. Ich habe eine Fernbedienung gefunden. Was kann ich denn mit der machen? Ich kann sie nicht ausrüsten.
Was ist das? Hier ist irgendwas Festes, wo ich meinen Cursor nicht vorbeikrieg. Ja, jetzt kriege ich die Auswahl, verschiedene Räume zu besuchen. Dann gehe ich mal nach unten, weil das eine Abstellkammer. Es ist zu dunkel. Oh, interessant. Da muss ich wohl eine Taschenlampe oder sowas finden. Gehen wir mal. Kann ich hier rein? Tür schließen? Nein? Vielleicht ist das ja auch der Raum, in den ich reingehe, wenn ich den Pfeil nach unten drücke. Zweites Stockwerk. Hier ist ein Schlüssel. Ach, an den komme ich gar nicht ran. Das heißt dann wohl, der ist woanders. Also mit der Weihnachtsdeko hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Wer seid ihr denn? Kann man das irgendwie erkennen? Das hier sieht aus wie aus South Park, die Kanadier. Oha! Hier muss man einen Code eingeben. Und dafür brauche ich eine Leiter. Hey, das ist richtig. Hier gibt es ja richtig was zu tun. Ich frage mich immer noch, was das hier ist. Das sieht aus wie eine Karottennase oder sowas. Piep, piep. Und das ist der TV-Room. Hier muss der Weihnachtsbaum hin. Kann ich den auch anschalten? Ich meine, ich hab, ja, wahrscheinlich sobald man die Fernbedienung im Inventar hat, oder? Kanal 0. Channel 4. Channel 8. Ist das der Code, den ich eingeben muss? Möglicherweise. Probieren wir es mal aus. 048. Jetzt habe ich das dummerweise schon auf 1 gestellt. Es geht bis 9. 048. Ah! Ist es das nicht? Scheint nichts zu passieren. Ich hoffe, die beiden sind nicht wichtig. Die beiden Aliens. Nein! Wie das Inventar immer nachrückt. Sieht auch witzig aus. Tja, dann weiß ich nicht, was es hier mit auf sich hat. Vielleicht spielen die Farben auch noch eine Rolle. Grün, Rot und Blau. Ein Auto. Kann ich mit dem nicht einfach durch die Wand fahren? Die Taschenlampe kann ich gut gebrauchen. Ist auch immer so, ne? Es gibt keinen Ausweg aus der Garage. In jedem Horrorgame. Es ist unmöglich, das Garagentor zu überwinden. Auf ins Dunkel. Jetzt kann ich ja endlich sehen. Schneemännchen? Der macht nichts. Das möchte ich kurz aus dem Weg räumen. Vielleicht finde ich ja noch einen Staubsauger. Düt, was mache ich denn mit der Schaufel? Für die habe ich noch gar keinen Verwendungszweck. Oder? Könnt mich nicht erinnern. Ich habe schon vergessen, was der erste Raum war. Ah. Da gab es nicht wirklich was. Ja, also ich finde, dass das hier keine Motion Controls hat, also dass man die Hand mit dem Pointer steuern kann, das ist ein bisschen eine vergebene Chance. Was mache ich mit der Schaufel? Da habe ich jetzt echt keinen Plan. Oder gibt es noch einen Raum, in dem ich noch nicht war? Eigentlich nicht. Mir alles angeguckt. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Das Sofa wegschaufeln. Ich bin mir sicher, ich muss jetzt das hier lösen. 048. Die Zahlen hier haben die gleichen Farben wie die TV-Channels. Also das heißt vielleicht, dass man sie in dieser Reihenfolge von 1 bis 3 anordnen muss. So, das war's. Ich bin jetzt einfach ein paar Möglichkeiten durchgegangen. Aber ich denke, die Lösung ist das, was ich meinte. Ja, man bringt einfach die Farben mit den TV-Sendern in Verbindung. Darf ich jetzt hier hin? Oh, yes, baby! Sind das die Autoschlüssel? Die nehme ich doch direkt mal an mich. Ah, was für ein hübsches Bett.
Sieht voll gemütlich aus. Würde mich sofort reinwerfen, wenn ich jetzt da wäre. Scheiß auf den Christmas Tree. Braucht niemand. Diese Schlüssel. Für die Schaufel habe ich immer noch keinen Verwendungszweck gefunden. Da gibt es irgendwie einen Shortcut, um auf die Pfeile zu wechseln. Man hätte das auch auf L und R oder so legen können. Aber dann wäre es halt kein Point-and-Click-Adventure. Vielleicht das hier? Nein. Das ist genau das, was ich wollte. Einfach mit der Karre durch die Garage fahren. Und was habe ich jetzt genau davon? Weil ich hier nicht raus kann, blöderweise. Habe ich davon Ach so, hier kann ich vielleicht graben jetzt. Das Auto stand. Es hätte mindestens einen halben Tag gedauert, um so eine riesige Leiter auszugraben. Was man nicht alles tut für die richtige Deko. Mit der Leiter komme ich jetzt endlich auf den Dachboden. Dachböden haben immer was Mystisches an sich. Und Bingo! Da ist der Weihnachtsbaum! Ich hab's fast geschafft. Packen wir den noch ein. Geschenke sind auch schon da. Die Deko lasse ich einfach hier. Na gut. Er ist ja schon geschmückt. Das ist so ein fertiger aus Plastik. Wir haben ja immer einen richtigen Weihnachtsbaum, aber ich finde es eigentlich schon ein bisschen heftig, wie viele Bäume geschlachtet werden jedes Jahr für Weihnachten. Es tut schon ein bisschen weh. Wo war der Raum nochmal? Hier drüben? Genau, den stellen wir jetzt hier aufs Podest. Das sieht auch so aus, als könnte der das tragen. Juhu! Ist das Spiel jetzt schon vorbei oder muss ich noch aus dem Haus gehen? Was für eine merkwürdige Bedingung. Es war bestimmt, irgendjemand hat gesagt, du musst, bevor du aus dem Haus gehst, musst du doch den Weihnachtsbaum aufstellen. Yay! Made by Supersonic 21, Squid Guest und Chunky Potato, Hectic Holiday. Sehr schön. Was gucken wir uns noch an? Ich glaube, das hier ist nochmal so ein Puzzle-Level. Das auch sehr interessant aussieht, aber ich spiele mal noch was anderes, nämlich Mario Golf Ringshot Cup. Da ich ja schon Super Rush nicht Let's Playe, habe ich einfach irgendwie keinen Bock drauf. Gucke ich mir das an. Und soweit ich gehört habe, gibt es, holla die Waldfee, gibt es Ringshot sowieso nicht in Super Rush. War eigentlich immer einer meiner Lieblingsmodi. R plus ZR. Ist Restart, genau. Ich wollte mir das angucken. Shoot. A Button X2? What? What? Ah! Oh, das ist ja nice. Da oben ist der Balken. Und je später man den anhält, desto stärker schießt man, oder? Das hat dieses klassische Feeling von dem NES-Golf, wo Mario eigentlich nur so ein Gastcharakter war. Ich will mal den Kleinen da vorne erwischen. Wie wär's, wenn ich das im Blauen mache? Oh, das war viel zu... Ach nee, das war nicht zu weit. Nur die falsche Richtung. Vielleicht kann ich mich an Schatten orientieren. Mit Aufsetzer. Hey. Ja, ich glaube, der Schatten ist ein ganz guter... obwohl irgendwie auch nicht. Ups. Wollte ich nicht. Kein Talent für sowas. Das war zu kurz. Echt? Wie soll ich denn dann die hinteren Ringe überhaupt erreichen? Shoot! Habe ich gerade zwei auf einmal weggeschossen? Na, das soll mir auch erstmal einer nachmachen. Jetzt muss ich noch den treffen, der sich bewegt. Das kann man ja fast nur mit Aufsetzer schaffen, oder? Den da hinten. Na, obwohl. Wenn ich die Richtung einigermaßen hinkriege. Ja, geht doch. Jetzt schieße ich noch ein Hole in One. Es sind noch drei, vier übrig. Wo ist denn der vierte? Ich sehe den gar nicht. 1, 2, 3. Hängt der da hinten am Berg? Nee, oder? Machen wir erstmal den da. Dafür muss ich auch voll draufhauen. Die Richtung. Es ist so schwer, die Richtung zu treffen. Was? Wo ist der denn jetzt hängen geblieben? So, das ist ein richtig harter Shot. Come on. Ja, perfekt. So, dann noch hier hinter.
stoppt nicht immer gleich sofort, habe ich das Gefühl, wenn man hier drückt. Das ist natürlich nur eine Ausrede. Okay. Und wo der letzte Ring ist, darüber mache ich mir dann später Gedanken. Oho, das ist die maximale Stärke. Die will ich gar nicht in dem Fall. Oder kommt er nochmal zurück? Vielleicht rollt er nochmal zurück. Du schaffst es! Dang it. Versuchen wir es mal mit Orange. Ja, knapp am Bunker vorbei. So wollen wir das haben. Jetzt muss ich nur noch den letzten Ring finden. Wo könnte der denn sein? Bin ich blind? Dü-dü-dü-dü. Ich sehe es wirklich nicht. Ich muss es nochmal neu starten. Camera X-Button Right Stick. X-Button Right Stick? Ha! Ach du Schande! Okay. Vielleicht sieht man den Ring ja aus der Perspektive. Aber nicht so wirklich. Oder habe ich den getroffen und es hat nur nicht gezählt? Da unten! Den sieht man tatsächlich nur, wenn man das macht. Der ist direkt vor uns. Haha! Treffer. Jetzt noch das da hinten. Da muss man einfach volle Kanne draufhauen. Damit man es über den Bunker schafft. Jetzt habe ich wieder zwei verschossen. Geschafft! Oh, und dafür gibt es sogar eine schöne Trophäe. Halleluja! Sieht wirklich nice aus. Ach, guck mal. End L plus ZL. Dann machen wir mal End. Hier gibt es noch einen Rang. Was habe ich denn für einen Rang? Rang B. Silver Cup. 12 oder weniger? Ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Spielen wir noch, wie spricht man das eigentlich aus? Ich habe das schon so oft gelesen und ich habe keine Ahnung, wie man das eigentlich ausspricht. Dieses Game. Ich habe auch das Original noch nie gespielt, aber ich weiß, wie es funktioniert. Mit einem Druck auf B kann man halt quasi die Gravitation umdrehen und dann entweder an der Decke oder am Boden laufen. Und das sehr schnell, wenn man es einigermaßen drauf hat. Ist das eine Falle da unten oder ein Secret? Ich sehe immer überall Secrets. Hoppla. Ja. Auch hier ist man wieder so ein bisschen bouncy. Was ist denn das? Oh mein Gott. Ich wollte gerade... Nein, bleib doch mal stehen. Hat der Wind Einfluss auf mich? Nicht wirklich, der ist nur Deko. Was ich aber eigentlich sagen wollte... Die Musik ist custom. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Wow. Ja, das ist es. Musik. Man kann also wirklich tatsächlich eigene Musik komponieren. Es nimmt natürlich einen Haufen Platz weg. Ups, jetzt bin ich wieder am Anfang. Und sie läuft auch nicht ganz rund, oder? Wenn ich mir das so richtig anhöre. Das hat so ein übelstes Oldschool-Feeling. Der Slowdown is real. Wieso mache ich das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wofür das untere Hindernis da ist. Ich will dem immer ausweichen, aber so ist es gar nicht im Weg. Hä? Hitboxen. Ja, das hat wohl eine quadratische Hitbox. Muss ich mich mit abfinden. Ach so, das geht kaputt. So gut kenne ich mich dann mit dem Spiel doch nicht aus. Hat das Vieh im Original auch keine Animation? Also... wie schnell das kaputt geht. Diesmal schaffe ich's. Ich verspreche es. Ich weiß ja nicht, wie groß die Spikes sind. Wenn die genauso groß sind wie dieser komische Blob. Oh, ein Entspannungsabschnitt. Geht das auch kaputt oder kann ich da drauf stehen? Diesmal kann ich drauf stehen, auch wenn es die gleiche Farbe hat. Yes! No! Von wegen. Darf ich nicht berühren. Mhm. Aber echt Props an die Custom Musik, also... Das muss man erstmal machen. Und
Das ist hundertprozentig ein Secret, oder? Und irgendwie muss ich da auch hin? Nachher? Das hier ist eine Sackgasse? Ah. Ja, das ist echt witzig. Ah, Hilfe, nein! Es ist witzig, aber... auch hier ist die Steuerung natürlich. Wie immer. Ne, Halbkatastrophe. Na, eigentlich ist sie eine Komplettkatastrophe. Man könnte sich da bestimmt dran gewöhnen. Mit sehr viel Zeit. Aber will man die tatsächlich investieren? Was sind das überhaupt für Dinger? Sie sehen aus wie kleine Buddha-Statuen. Und geschafft. Jetzt wird's nochmal richtig heftig. Ah, siehst du, das hat mich... Was? Nein, was ist das? Riesige, fette Spike-Hitboxen. I'm back in Mario World. Was ist das denn? So. Nein, danke. Ciao. Bildschirm übergreifend. Das hat ein bisschen was von einem Banzai-Bill. Muss ich sagen. Ah! Reaction Time. Oh, come on. Da konnte ich jetzt aber nicht viel machen mit Reaction Time. Really? Das muss man sich ja auswendig merken. So. Was ist das eigentlich, was ich da einsammel? Shit. Ich denke, mein Ziel ist es, auf die andere Seite dieser Spikes zu kommen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zurück. So. Mhm. Coole Sache. Ah, das bewegt sich nur, solange ich draufstehe. Mhm. Schöne Abwechslung aber. Ist das vielleicht sogar ein Level... Oh no, please. Das nachgebaut ist, also das so existiert in diesem Spiel. Und das fühlt sich tatsächlich sehr durchdacht an. Oh, das wird nochmal richtig nice. Mit der Bewegung und den Hitboxen. Oh Gott. Pure Qual. Die Hölle auf Erden. Vielleicht gehe ich das lieber langsam an. Ja, besser ist das. Thanks for playing. 3 Minuten 31 mit 24 Toten. Jo. Dann mache ich das hier vielleicht jetzt doch noch. Little Puzzle Island. Weil ich glaube, ich habe es im ersten Part gesagt, dass sich für Puzzle-Level eignet sich das hier halt sehr gut. Weil man da nicht sich mit der Steuerung auseinandersetzen muss für den größten Teil. Ich bin First Person und wieder mal... Oh, das ist cool. Wie diese Steuerungsaufgabe hier, Eingabe hier aufploppt. Es gilt mal wieder, einen Code zu finden. So. Oh, der ist es nicht. Wer hätte es gedacht? Wie viele Möglichkeiten gibt's da? Es gibt Blatt, Blume... Sonne und ein Wassertropfen. 4. Dann gibt's einige Möglichkeiten. Aber nicht so viele, dass man nicht alle durchgehen könnte. Für den Notfall. Ach, und hier ist das. Das ist der Code. Wasserblatt, Blatt. Blatt, Wasserblatt. Aber was bedeutet der Strich? Ach, da sind noch mehr. Uh-oh. Blume, Blume, Strich, Wasser. Sonne, Blume, Strich, 1. Oh, und wenn man das richtig macht, dann kann man für die 1 das Symbol einsetzen, das dahin gehört. Das ist so ein Logikrätsel. IQ-Test. Wie viele von diesen Schildchen hat's? Wasser, Blume, Blatt und 3 ist der. Kommt da dann... Nee, Sonne, Blatt. Und die 3 ist dann die Blume, oder wie? Möglicherweise. Was haben wir denn hier? Ah. Okay. Die bewegen sich immer simultan. Wenn ich A drücke, dann geht der eine von links nach rechts. Also die roten. Und der andere von oben nach unten. Und vermutlich muss ich das hier nachbauen. Dass oben in der Ecke 4 sind und unten 2. Jetzt habe ich da schon rumgedrückt.
Sieht aber nicht so aus, als könnte ich das nochmal zurücksetzen. Oh, das ist es ja schon fast. Was ich. So war es am Anfang, oder? Genau. Wenn ich A drücke, dann ist das so. Ich denke, das X da oben in die Ecke einzuklemmen, ist eine gute Idee. Oder? Ah! Ich will mal kurz was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier das X aktiviere und anschließend das Y weggehe, dann merkt er sich das. Also man kann es nicht wirklich dauerhaft einklemmen. Nochmal von vorne. Y, X. Also bringt das nichts. Genau, das bringt nichts. Wie wäre es, wenn ich das B hier einklemme? Dann das A rüber, Y hier hoch. Genau, so. Perfekt, bingo. Was ist das denn? Da hat sich ja einer Mühe gegeben. Ich habe ein Rätsel gelöst. Das hatte allerdings nichts mit dem hier zu tun. Muss ich alle Rätsel lösen. Was gibt's denn noch? Ein grüner Blob, der zum Schlüssel will. Kann ich nicht mit interagieren. Ah, steuert das vielleicht den? Das steuert den. Nach oben. Er bewegt sich jeweils um einen Quadranten vorwärts. Okay, oben, links, oben, oben, oben. Dann einmal ganz rüber, oder? Und dann noch eins nach unten. Genau. Bing! Zweites Rätsel gelöst. Musikrätsel. Erinnert mich an Metroid Prime 2. Okay, irgendwo muss es noch eine Möglichkeit geben. Du, 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 du. Ja, wenn ich mir jetzt gemerkt hätte, welche Säule welchen Ton macht. Das ist auf jeden Fall der erste. Mist. Auch nicht. Jetzt passt's. Yep. Und da unten ist noch ein 3D-Rätsel oder sowas. Boah, diese Schilder hören nicht auf. Ich weiß nicht, ob ich das zusammenkrieg. Das sieht mega kompliziert aus. Und das hier soll wohl mal ein Würfel werden, oder? Ja. Fragt sich nur, wie die zusammengehören. Kann ich die auch drehen? Nein. Ich kann sie nur schieben. Das ist gut. Ich glaube, die zwei gehören erstmal aufeinander. Aber das ist gar nicht so einfach. Ja, das sieht gut aus. Dann kommt der von der Seite rein und der von der anderen. Wieso muss denn das hier so glatt sein? Das soll wahrscheinlich so ein Eis-Zelda-Rätsel nachstellen, oder? Wieso geht das nicht? Passe. Füge dich ein. Ja, das ist auf jeden Fall das fehlende Teil. Nur muss ich die jetzt noch... Positionswechsel muss ich noch hinkriegen. Mal hier rüber. Auf die andere Seite. Vorsichtig. Ich könnte es auch einfach an die Wand schieben. Ich glaube, dann ist es einfacher. Dann haut es mir nicht ab. Und dann müsste es eigentlich auch passen. So. Wie perfekt muss das sein? Ah. Offensichtlich perfekt genug. Ein weiteres Rätsel gelöst. Dann hätte ich jetzt 4. Fehlt nur noch das mit den Schildern, oder?
Wo war denn die Eins? Blume, Sonne, Blume, Eins. Gibt's irgendwo ein Schild, wo nochmal eine Sonne und eine Blume drauf ist? Da hinten, da ist Blume, Sonne und Blatt drauf. Hat das was zu bedeuten? Wäre das hier dann das Blatt? Ich weiß nicht, was der senkrechte Strich bedeutet. Das ist, glaube ich, mein Problem. Vielleicht ist das der Hinweis. Weil wenn ich hier sage, Wasser, Blatt, Blatt und Blatt, Wasser, Blatt ist das Gleiche, dann wäre die Eins ein Blatt, oder? Weil das Schild da hinten auch ein Blatt hat und den Strich an der anderen Stelle. Oder hat das den Strich sogar an der gleichen Stelle, nur die Reihenfolge ist anders. Hier haben wir Wasser, Blume, Blume. Gibt's sowas Ähnliches nochmal? Achso, ja, hier. Da ist auch wieder Blume, Blume und Wasser. Nur mit dem Strich an einer anderen Stelle. Was ist aber dann das hier? Die mit 4? Die gibt's ja, das gibt's ja nicht nochmal. Nochmal eins, das 4 hat und mit so vielen Blumen. Vielleicht ist es einfach Blume, 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 Blume. Also würde ich mit Blatt und Blume anfangen. Ich fange jetzt einfach mal mit Blatt und Blume an. Und die anderen zwei teste ich durch. Unter der Voraussetzung, dass jedes Symbol ein anderes ist. Weil sonst gibt's echt zu viele Möglichkeiten. Okay. Wasser, Sonne. Okay. Yay! Ich hab's. Der Lösungsweg ist mir echt nicht klar für das Rätsel mit dem Code, aber durchaus probieren hat's funktioniert. Thank you for playing. Dann sag ich thank you fürs Zuschauen und ich lasse noch ein kleines Fazit ab, weil ich denke, das ist der letzte Part, den ich hierzu mache. Falls ihr mir noch irgendwas einschickt, dann werde ich das natürlich noch spielen, aber ansonsten hat das Spiel für mich einfach keinen Langzeitreiz. Ja, die Spiele sind einfach zu simpel. Selbst wenn im Hintergrund wahnsinnig komplizierte Sachen abgehen, sind sie immer noch super simpel. Sind zu kurz und ja, die Engine ist einfach super janky. Ja, alle Spiele sind mega schwer zu steuern oder fühlen sich einfach merkwürdig an. Und 99% sind sowieso irgendwelche Nachbauten von bestehenden Sachen. Also Mario nachgebaut, Sonic nachgebaut, Street Fighter nachgebaut und solche Sachen. Und es gibt halt wirklich keinen Grund, die hier zu spielen. Das ist vielleicht am Anfang ganz lustig, ja, weil man überrascht ist, dass das möglich ist. Aber wie gesagt, die Engine ist so jank. Man hat eigentlich die ganze Zeit nur das Gefühl, man spielt irgendwelche chinesischen Bootlegs. Da greift man dann doch lieber auf die Originale zurück. Naja, so viel dazu. Für eine kurze Weile hat es Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis denne. Ciao.